So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Hearthstone Constructed, Folge 26 inzwischen schon. Und wir schauen uns erstmal an, was können wir denn so Schönes spielen? Was spielen wir denn so Schönes? Constructed. Was könnte ich denn mal spielen? Ich würde meinen Priester gerne weiterspielen, aber ich würde sagen, ja, gehen wir einfach mal rein und spielen ein bisschen. Was spielen wir denn? Ich spiele mir erstmal mit dem Mech-Mage. Den habe ich immer meine große Freude. Eine Runde Mech-Mage. Und dann mal schauen. Was kann ich denn noch so spielen? Mech-Mage würde ich gern behalten. Was kann ich denn noch so wegmachen? Wir Jaina gucken mal. gegen Garrosh. Sieg oder Tod? Ihr habt es so gewollt. So, will ich das so behalten? Ich würde gerne noch einen besseren Zweier-Minion haben. Ja, das ist nicht das, was ich haben wollte. Aber trotzdem besten Dank. So, dann spiele ich mal, ja, nichts aus. Nächste Runde, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Frostbolt, um jetzt gleich zu kontern, eventuell. Oder mit dem Spider-Tank raus. Oder auch mit der Spiegelgestalt. Aber ich glaube, der Spider-Tank oder der Frostbolt sind momentan so die Sachen, zu denen ich tendiere. Okay, also ist es auf jeden Fall der Spider-Tank, mit dem ich rausgehen würde. MechWarper würde keinen Sinn machen, weil er den mir sofort wegtraden würde. Deswegen werde ich, glaube ich, mal mit der Spiegelgestalt als nächstes spielen. Was jetzt? Den MechWarper behalte ich mal noch auf der Hand. Aber ich muss ihn natürlich auch irgendwie dazu zwingen, dass er mal meine Minions kaputt haut dann. Okay, entscheidet sich für die Rüstung. Dann werde ich erstmal die Spiegelgestalt spielen. Mit 5 Mana könnte ich noch die gute Kombination mit den Frostbolt spielen, eventuell wenn er den 4er Minion hat. Aber er scheint immer noch nichts rauszubringen. Ich frage mich, ob. Okay, spielt immer noch mit demselben Quatsch. Und die Waffe lässt er aber auch noch stecken, oder? Oder jetzt macht er was. Na, macht er was? Nee, macht er nicht. Das ist ihm zu riskant. Ich könnte ihn jetzt mal dazu zwingen, dass er was macht. Und da werde ich mal die winzige Beschwörerin rausspielen. Weil auf die kann ich im bestenfalls noch verzichten. Na, jetzt wird er wahrscheinlich dann doch irgendwann mal traden müssen. Spalten. Ah, okay. Okay, dann wird er ihn jetzt traden mit der Waffe. Ja, jetzt tradet er ihn mit der Waffe. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall mal was ausspielen. Was nett ist. Oh, das ist ein Control Warrior. Ich verstehe, ein Control Warrior. Ich verstehe. Ja, dann spielen wir doch erstmal nochmal den Snowchug aus, wenn der uns hier schon entgegenfleucht. Das war's. Wenn er den jetzt auch noch kaputt macht, dann hole ich meinen MechWarper als nächstes raus. Weil den will ich ungern an so einer dummen Situation verlieren.
Nochmal Schildblock, okay. Das ist eindeutig ein Control-Bow, ja. Und jetzt wahrscheinlich noch eine Taunt-Karte. Oder? Das würde mir denn auch in die Hände spielen. Ein Hubgoblin, okay. Okay, jetzt hat er ihn zumindest mal weggehauen. Den Magwarper kann er nicht töten mit den Hobgoblins, das ist das Gute. So, ich könnte noch den Rußspeier ausspielen, aber warum sollte ich? Ich werde als nächstes auf jeden Fall den bemannten Shredder spielen. Ich habe noch einen Silence und ich habe noch einen guten Konter mit dem Fireball auf der Hand. Falls er sich denn doch jetzt mal überlegen sollte, etwas stärkere Minion rauszuballern. Mit einem Angriff habe ich leider nichts. Abgesehen von der Agentum-Knappeln. Kein Nullifizierer, okay. Das ist eindeutig ein Control Warrior. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich muss mich entscheiden. So, gucken wir mal, was der Gute macht. Ein Cheap bringt er gegen den nix. Ich glaube, dann werde ich den Hobgoblin opfern. Gucken wir mal. Was jetzt? Für den Kriegshäuptling! Okay, das ist ätzend. Jetzt macht er den Magwarper doch weg. Das ist natürlich ätzend. Aber gut. Der hat seinen Dienst getan. Mehr als er eigentlich schon sollte. Gucken wir mal. Was er da jetzt so Schönes bekommen als nächstes. So, und dann würde ich sagen, spielen wir den Ritzemeister noch aus. Und da hat das tatsächlich jetzt mal was gebracht. Und dann werde ich mal schauen, ich werde es erstmal so lassen. Ah, Magwarper. Interessant. Dann muss er ja doch irgendwie mit Mech spielen. Den werde ich mal gleich aus dem Rennen nehmen. Die Belagerungsmaschine. Ah, hat er ein Silence? Dann wäre das jetzt sehr ärgerlich, wenn er ein Silence hat. Na, so richtig entscheiden kann er sich nicht. Hinrichten, okay. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall ein Mech. Und ich weiß schon, wie ich die Sache spielen werde. Nochmal hinrichten. Oh, das ist natürlich bitter, dass er es zweimal macht. Unnötige Situation eigentlich, die er da hat. So, was sollen wir machen? Wir werden auf jeden Fall mal ihn opfern. Dann haue ich ihn weg. So, und dann werden wir ihn weghauen. Und dann schaue ich mal, ich werde die Spiegelbilder spielen. Und nächste Runde auf jeden Fall den Rußspeier. Damit mein Ritzemeister
wieder im 2 angefahrt. Okay. Ich habe ja ein Glück noch einen Jeep. Deswegen kann mir das relativ egal sein. Und das reicht halt auch. Oh, nee, dann spiele ich lieber die Micro Machine aus. Mal gucken, was können wir denn nächste Runde machen? Nächste Runde, der Rouge-Speier. Hm. Okay. Noch eine Micro-Machine. Dann werden wir ihn mal zum Schweigen bringen. Was bringen wir denn zum Schweigen? Ich würde sagen, wir bringen die gute Micro-Machine zum Schweigen. Und dann werde ich mal ihn wegkloppen. Dann gucken wir mal, was machen wir denn. Ich werde auf jeden Fall den Ritzelmeister opfern. Das sieht doch mal ganz gut aus. Wie wir das Wasserlimp da als nächstes ausspielen. Ja, Heilwort, okay. Und ein heldenhafter Stoß. Dann werde ich die Eule opfern, um den Heilwort gleich mal loszuwerden. Nervotron habe ich noch. So. Und meine Micro Machine kann immer schön weiter nach oben gepowert werden. Solange er da nichts hat. Ist das schön. Nächste Runde schon 11 Damage. Nervotron. Das ist natürlich etwas bitter. Ein Arcanid hinter. Okay, er gibt auf. Hat er jetzt eh nicht mehr viel machen können am Ende. So, das war der MechMage. Ich habe Lust, nochmal den MechMage zu spielen, aber ihr wollt ja auch mal was anderes sehen. Deswegen, was spielen wir denn? Ich spiele mal mit dem Schamanen. Habe ich auch mal ein paar Mal gespielt. Oder spiele ich mit dem MechMage? Ach kommt Leute, ich spiele noch eine Runde mit dem MechMage. Hab Lust auf den MechMage. Jaina gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. So. Noch eine Runde mit dem MechMage. Nächste Folge spiele ich dann mal mit dem Schamanen. Ja, komm. Ritzelmeister, da fehlt mir jetzt noch ein Mech. Dann sollte das einigermaßen passen. Spiegelbilde. Aber gut, mit denen kann ich jetzt auch erstmal leben. Da hat er nicht viel von. Außer vielleicht von dem Frostport. Ist jemand verletzt? Ja, da werde ich den Frostport gleich mal rausprügeln, glaube ich. Das lasse ich mal gleich nicht zu. Ich brauche unbedingt einen Mech. Ansonsten sieht die Sache ganz schön düster aus. Einsatzbereit. Den könnte ich, wenn nötig, noch silencen. Da kommt der Knife Juggler. Okay, ja gut, der ist erstmal geschützt. Legt diesen Apfel auf euren Kopf.
das, was ich wollte. Aber ich brauche halt ein Mech. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich spiele als nächstes. Nicht zu offensiv sein, denn mit 5 Mana hat er immerhin schon die Holy Nova. Okay. Der Sack will Ärger. Und er wäre ja ziemlich blöd, wenn er die Holy Nova nicht einsetzen würde. Deswegen werde ich jetzt mal aufpassen. Wie ist der Flugplan? Die Flugmaschine, okay. Könnte ich silencen, werde ich aber nicht. Ja, der würde überleben, glaube ich, die Holy Nova. Macht nur 2 Damage. Oh, jetzt könnte ich den traden. Mache ich das? Habe ich darauf Lust, ihn zu traden? Ich glaube ja schon fast schon. So, Holy Nova Zeit. Mal gucken, ob er jetzt Holy Nova einsetzt. Weil dann würde er gleich 3 auf einem Schlag erledigen. Nein, die Lichtrot. Okay, interessant. Aber er will auf jeden Fall auf die Lichtbrut spielen. Ich könnte ihn silencen. Das machen wir mal. So, hat er 0,5er. Glückwunsch damit. Sei zufrieden. Und den Rest lasse ich mal. Holy Nova! Wäre jetzt mal angebracht. Ich bettel schon förmlich darum. Jetzt kommt noch die. Nein! Doch! Holy Nova! Nein, keine Holy Nova. Inner Fire! Eisenstange, oder? Okay. Oh, Flamestrike! Sehr schön. Hauen wir den gleich mal raus. So, gucken wir mal. Nächste Runde könnte ich ihn platt machen. Holy Nova! Nein, ein Nervator. Auch das sollte jetzt erstmal kein großes Problem sein. Gucken wir mal, was wir bekommen. Oh, ein Goblin-Springmeister! Oh, yes, baby. Erst einmal. Das so und dann gucken wir mal. Und es sollte, glaube ich, sogar reichen. Yes! Ja, ich mag den Mech-Mage sehr. Es reicht aber nicht zu Level 30. Oh, ist das bitter! Ist das bitter. Na gut, ich glaube, ich mache hier mal einen Cut und dann sehen wir uns zu Folge 27 wieder mit Hearthstone Constructed. Und dann werde ich, ich will zumindest noch Level 31 werden und dann spiele ich mal den Mech-Shami. Und dann gucken wir mal. Also, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao!